Ja, lass losfahren, oder? Ja. Nee, kannst fahren. So. Ja, Leute. Kannst fahren ist das Stichwort. Es gibt eine neue Folge von Schlaflos mit Knuffelfote. Ja, was heißt das, dass das Knuffelfote wieder dabei ist? Wir holen wieder ein Motorrad. Nicht meine diesmal. Meine aber auch nicht wirklich direkt. Wem die gehören wird, ist noch komplett offen, weil, das kann ich so sagen, ich habe eine Yamaha WR 125 gefunden im Netz. Nicht mal unbedingt auf Mobilo oder Kleinanzeigen, sondern einfach im Netz. Für einen sehr guten Preis. Die habe ich mir angeguckt und die kaufe ich jetzt. Da wird sich ein bisschen drum gekümmert, da kommt der TÜV neu und dann wird die weiterverkauft. Warum? Die Beta braucht Geld. Wir holen uns erstmal ein Käffchen, weil Schlaflos 2.0, ich bin jetzt seit, wie spät ist es, 29 Stunden wach. Ich komme von Mallorca, bin gelandet, nach Hause, was gegessen und zur Arbeit gefahren. Und ich komme gerade aus der Nachtschicht. Aus der Nachtschicht. Und also dementsprechend auch nicht so viel geschlafen. 24 Stunden wahrscheinlich auch schon wieder wach, oder? Jawohl. Ja, so muss er doch. Ne? Waldmann, ja, Stößchen. Auf jeden Fall. Ist nichts mehr da. Weil das steht jetzt da hinten. Ist jetzt gekauft, gucken wir uns später oder an einem anderen Tag mit Bedacht mal an, mit euch natürlich. Erste Lastung 2010, 7700 Kilometer gelaufen, zwei Besitzer nur, ich bin ja kein Besitzer, ich melde die nicht an. Also derjenige, der die kauft, wird der dritte Besitzer von der Maschine sein. Nichts Besonderes dran, kein Sportauspuff, kein Sportkennzeichenhalter oder so, einfach normale 125er, die ab Werk dasteht, wie sie dasteht, bin schmutzig aber. Wir gucken gleich mal weiter. Guck mal, Mann, da sieht man uns so voll cutie-mäßig und halt auch einen Sonnenuntergang. Aber wir sind ja nicht hier für so einen Sonnenuntergang da hinten. Sollen wir uns wissen? Nein. Ja. Ihr dürft natürlich nicht enttäuscht sein, das ist nichts Besonderes, weil die Tür zu ist. Es ist nur eine Yamaha 125 WRRRR. Ja. Wie gesagt, nur gekauft, um so fertig zu machen und weiter zu verkaufen. Wie ihr seht, ist die Karre sehr dreckig. Sieht man an den Felgen ganz gut. Die ist nicht wirklich sauber gemacht worden vom Verkauf. Ist natürlich sehr ärgerlich. Schmälert den Wiederverkaufswert. Und es gibt die Tage nochmal einen Gebrauchtkauf-Check, worauf man achten kann bei der Yamaha. Da ist sie jetzt. Ihr seht die jetzt mal ein bisschen frei her. Könnt einfach mal gucken, dann seht ihr, wie schmutzig die ist. Film mal so ein paar Stellen. Das sieht man eigentlich überall relativ gut. Und wir fahren jetzt erstmal zur Waschstraße, zu den SB-Boxen und spritzen einmal drüber. So, wir sind jetzt fertig mit Waschen und die WR sieht schon mal wieder viel, viel besser aus. Felgen glänzen und der allgemeine Schmutz ist einfach weg. Das sieht wieder clean aus. Sehr schön. Ihr kennt das Format ja bereits. Wir holen uns ein Motorrad und lassen euch daran teilhaben und gucken dann, worauf man bei dem Modell achten kann. Es ist diesmal eine Yamaha WR. Ich denke mal einer der beliebtesten oder auch meistverkauftesten 125er. Ich selber hatte keine, aber ich kenne viele, die eine hatten und eigentlich sind die Maschinen in Ordnung, halten ihre 30.000, 40.000 Kilometer und machen auch sonst
wenig Probleme. Also auch bei der Maschine, der erste Eindruck, wie sieht sie aus? Wenn die aussieht, wie sie aussieht, oder wie sie aussah, dann hat man schon mal einen besseren Verhandlungsgrund. Ne? Du kannst auch, wir haben heute den Mogat hinter der Kamera, sag einfach mal Moin. Hallo, Moin, guten Tag. Moin hätte auch gereicht. Ja, muss dreimal. Erstmal die Papiere angucken, wie viele Vorbesitzer hat die, TÜV-Bericht angucken und sonstige Unterlagen. Einfach immer nach allen Unterlagen fragen, die bei dem Motorrad verfügbar sind. Halt einfach vorne anfangen, indem wir uns auch wieder den Reifen angucken. Ich weiß nicht, ob die Kamera das jetzt einfangen kann, aber der Reifen, der hat halt noch deutlich gutes Profil. Wir können ja mal eben hier, das ist jetzt so eine Waschminze, aber ihr seht ja, wie weit die verschwindet. Das sind 2 mm oder so. Immer in der Mitte messen, weil da messen auch die Prüfer. Deswegen ist das noch in Ordnung. Speichen checken, ob die noch auf Spannung sind. Ja, das ist alles in Ordnung, solange man die nicht hin und her wackeln kann, passt das. Dann Bremsscheibe gucken. Wenn du hier von oben drauf filmst, siehst du ja, die ist noch dick genug. Und ich weiß nicht, ob du bis hier hinten durchfilmen kannst, aber die Bremsbeläge sieht man ja auch. Ja, mehr oder weniger. Mehr oder weniger sieht man die. Da ist auf jeden Fall noch reichlich Bremsbelag drauf, deswegen passt das hier vorne, passt das alles. Dann kommen wir hier weiter, gucken hier nach den Gabelräumen. Sind die sauber, haben die irgendwie Rostpunkte oder so? Und dann gucken wir hier nach den Staubabstreifdichtungen, sind die noch in Ordnung? Und ja, auch immer bei jeder Karre einfach gucken, ob die an bestimmten Stellen Kratzer hat. Wenn sich so eine Karre ablegt auf die Seite, immer nach den Fußrasten gucken. Den Punkt, der als erstes Kontakt kriegen würde, der wäre hier, da ist aber gar nichts. Hier hinten die Schwinge, der Schwingenbolzen, die Mutter, ob da Kratzer drin sind, da ist auch nichts. An der Gabel, ob hier Kratzer dran sind, also Metallkratzer, hier sind aber auch keine dran. Also auf rechts hat sich die Karre schon mal nicht abgelegt. Dann kann man halt weiter gucken, indem man sich die elektrischen Schaltanlagen anschaut. Erstmal Blinker, vorne und hinten. Funktioniert und dann natürlich das Licht noch. Abblendlicht, Fernlicht, funktioniert auch einwandfrei. Gucken, ob die Karre gut anspringt. Also anmachen, wenn sie jetzt gleich da ist. Kurz laufen lassen, dann wieder ausmachen. Dann wieder anmachen. Und können wir jetzt noch 10 Mal weitermachen, aber die will die ganze Zeit gleich gut anspringen. Deswegen, das ist auch schon mal gut. Wenn läuft die jetzt schon? Ja, die läuft. bei einem Motorrad mit Einspritzung, die gehen eigentlich immer relativ schnell an. Wenn das mal nicht der Fall ist, dann ist das ein Zeichen für die Zündkerze oder halt für die Benzinpumpe. Kann so oder so sein. Dann können wir hier hinten weiter gucken, nach den Verschleißteilen hier hinten. Bremsscheibe, Bremsbeläge. Reifen auch wieder. Ist auch noch komplett in Ordnung. Hier, ne? Okay. 2-3 mm. Hier schon mal deutlich verschlissen ist die Kette. Maximal weggerostet die Scheiße. Und Kettenrad sowie Ritzel. Wobei man das Ritzel nicht einsetzt. Zeit dafür, wenn Leute auch Probefahrt machen, könnten wir jetzt machen, bringt uns so aber nichts. Schauen, ob die vernünftig bremst, ob die irgendwie eiert beim Fahren, ob die sich vernünftig gerade fahren lässt. Kurvenverhalten, ob sich da irgendwie was schwammig anfühlt. Und ja, wenn ihr den Motor auch bei der Karre jetzt irgendwie so 10, 15 Minuten laufen lassen habt, überall am Motor gucken, ob da irgendwo Öl rauskommt. Ich finde, sie steht ganz gut da. Natürlich, man hat schon hier und da Stellen, wo man sieht, okay, die wurde echt nicht oft geputzt. Aber wir haben jetzt gerade ein bisschen Handwash gemacht. Und ja. Tschüss. Tust du heute auch gut? Mach aus, das ist jetzt eh egal, und dann liegt die irgendwie.